Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 1. März. Bekanntermaßen neuer Monat, neues Glück und so vielleicht auch für den australischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Wir werden es begutachten, denn der aufmerksame Zuschauer weiß bekanntermaßen, dass wir schon Anfang Februar eine ähnliche Situation hatten, nämlich die, dass das ein oder andere, oder um nicht zu sagen, nahezu alle Yen-Pairs, also Währungspaare, die in Yen gehandelt werden, hier sehr, sehr bullisches Szenarien aufwiesen. Wenn wir aber hier natürlich Beispiel geben, den Australdollar gegenüber dem japanischen Yen anschauen, was hier seit Anfang Februar ablief, ist das eine sehr, sehr ernüchternde Feststellung. Der Markt also hier überhaupt nicht an den saisonalen Charakter angelehnt, der hier, wie gesagt, bei vielen Währungspaaren grundsätzlich eine positive Tendenz initiierte. Tatsache ist, beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen, wir gehen mal kurz auf den Wochenchart, stehen wir unverändert an einem interessanten Level. Wir haben hier das Niveau, klicke-dick, um 79,75, welches hier auf Wochenschlusspreisbasis verteidigt werden konnte. Dieses Level rührt her hier aus diesem Unterstützungs Fenster, Zeitfenster aus 2012. Ja, hier haben wir in den Sommermonaten bis in den Herbst hinein praktisch eine Stabilisierung erfahren und genau dieses Level um 79,75 hielt eben. Rein technisch wäre aber Abwärtspotenzial in oder bis zum Bereich um 74,75, 74 rund. Im Ausdehnungsfall 75, wenn es gar nicht so tief geht. Letztlich hier diese Zone wäre hier definitiv das nächste technische Primärziel, um zu sagen, hier hat das Währungspaar eine hervorragende Chance, eine mögliche Bodenbildung zu vollziehen. Das hier eine erste Möglichkeit, die das Währungspaar offensichtlich aktuell schon nutzen will. Wir sehen die aktuelle Handelswoche. Wir kommen hier sehr, sehr bullisch aus der Asia-Session des heutigen Morgens. Die Währungspaare Australdollar oder der Aussie selbst hier schon Overrange gelaufen. Auch der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen liegt vor dem Hintergrund von entsprechenden Konjunkturdaten, sowohl aus Australien als auch Japan, die hier den Markt eben jetzt in die bullische Richtung trieben und insofern erstmal eigentlich ein ganz schönes Bild. Also auf der technischen Seite von Wochenbasis her betrachtet, bleibt das Währungspaar oberhalb von 79,75 durchaus kurzfristig bullisch ausgerichtet. Das heißt, es kann hier tendenziell weitergehen. Wie sieht der Tageschart dazu aus? Auch hier die Unterstützungszone knapp unter 80 Yen, eben 79,75 hier. Sehr schön zu sehen, die Lunden, immer wieder die Tiefschläge, auch das sogenannte Stop-Fishing, aber letztlich gerade vor dem Hintergrund der heutigen Tageskerze hier immer wieder ein Abprall nach oben geglückt. Schauen wir mal kurz auf den saisonalen Verlauf und dann zeige ich Ihnen auch gleich noch eine interessante Tatsache. Hier sehen wir seit Anfang März, mit Blick auf die letzten 16 Handelsjahre, hat das Währungspaar ja eine durchaus positive Verfassung. Also es lässt sich mutmaßen, dass wir in den März hinein jetzt hier steigende Notierungen sehen. Ausgehend vom aktuellen Unterstützungslevel ist das eine interessante Phase, die hier das Währungspaar entsprechend nach oben heben könnte, solange das Level hier eben faktisch nicht unterschritten wird. Dazu passt hier auch die Tatsache des TradeMinder Forex Statistik Tools, welches hier aufzeigt, und da zeige ich Ihnen mal kurz die Details, welches hier aufzeigt, dass vom 3.3. bis 14.3. das Währungspaar statistisch gesehen eine bullische Phase aufweist. Wir haben hier einen Wert von 78%. Das ist jetzt hier natürlich nicht der Überrenner, aber während der letzten 9 Jahre gab es eben hier ganze 7 Treffer und nur 2 Verlustjahre. Das sehen Sie auch hier beispielgebend in diesem Range-Chart auf Jahresbasis jeweils bezogen für diesen Zeitraum. Also vom 3.3., da sind wir noch nicht, aber bis 14.3. haben wir hier saisonal ein bullisches Muster. Zuletzt hier eher neutral. Die 2 Jahre davor, da schoss es richtig rein, richtig starke Performance. Sehen Sie auch hier am Performance-Graph, da ging es richtig nach oben. Also auch hier wieder im März eine bullische Phase, die der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen im Übrigen aber auch schon eben im Februar hatte. Das heißt, so ein saisonaler Charakter ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber wenn das mit der Technik zusammenpasst, mit der Charttechnik, sieht das schon mal ganz gut aus. Also, was bleibt festzuhalten? Die Chancen, dass der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen hier weiter anziehen kann, stehen mal gar nicht so schlecht. Technisch wäre, gerade weil das Startdatum der saisonalen Stärke hier am 3.3. beginnt, da speziell, wenn man es genau nimmt, mit dem Schlusspreis des 3.3., also zwischen 23:00 Uhr, wäre dann hier theoretisch ein Opening der Order zulässig, um dann praktisch hier eben bis zum 14.3. an einer Performance teilzunehmen. Technisch, wie gesagt, haben wir hier einen schönen Widerstand vorausliegen bei 81,80. Das ist ein Level, von dem man ausgehen darf, wenn es denn überwunden wird,
ist hier kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial möglich, bis zu dieser Abwärtstrendlinie hier seit Dezember herrührend, und geht es darüber hinaus, dann haben wir tatsächlich nochmal eine Etage höher abzuarbeiten, beziehungsweise das Währungspaar vor sich. Dann darf man nämlich hier durchaus in diesem Bereich hier anlegen, die mögliche Widerstandszone, die nächste, und dann sehen wir, wo wir herkommen. Jetzt muss ich mal kurz rausscrollen, dieses Unterstützungslevel löschen. Das hat mir hier keine Präferenz mehr. Und insofern sehen wir jetzt hier praktisch die technischen Möglichkeiten. Also hier oberhalb von 80 Yen mal gar nicht schlecht. Rücksetzer könnten sich hier durchaus als Einstiegsgelegenheit auszahlen. Bleibt sehr interessant, Australdollar gegen Yen. Gehen wir in die Stunde, da klärt sich das Bild noch ein Stück weiter auf. Dann machen wir hier direkt mal einen Balken oben hin. Sehen wir hier sehr schön das Widerstandslevel, was man hier, wie gesagt, in so eine Art Range auch einpacken kann. Und hier unten auf der Südseite das Support-Level. Das zeigt, der Preis oszilliert hier mehr oder weniger ja zwischen 79, 75, 80 Yen auf der Südseite und auf der Oberseite 81, 85. Speziell, wenn es hier über 82 gehen würde, hätte sich meines Erachtens hier ein taktisches Kaufsignal ergeben. Wie sieht es von der Woche aus, vom Wochentag vielmehr? Sehen wir, dass wir jetzt grundsätzlich heute / morgen in eine bullische Phase reinlaufen, um dann vom Wochenende oder vor dem Wochenende vielmehr Freitag und Donnerstag hier eher schwächer zu überzeugen. Der Wochenauftakt bis zur Wochenmitte, also rein statistisch, während der letzten 52 Handelswochen beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen eine bullische Phase, hingegen zum Ende der Woche eher schwach. Was sehr interessant ist hier, der Mittwoch, einer der volatilsten Tage, 20% der Wochenvola, 123 Pips, das ist ganz ordentlich, das schlägt nur noch der Donnerstag, allerdings hier mit bärischem Bias, grundsätzlich aber hier Mittwoch 61% positive Schlusspreismöglichkeit, sieht ganz interessant aus. Warten wir mal ab, was der Tag letztlich noch bringt, die Range, wie gesagt, ist ausgeschöpft, das heutige Radar hier vielmehr in der Möglichkeit, in der Intention, hier nach vorne zu schauen, im Sinne eines Swing Trades, wie gesagt, oberhalb von 82 Yen, könnte sich hier durchaus eine weitere Performance nach oben ergeben. So, dann, liebe Zuschauer, wären wir schon durch für den heutigen Radar. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.